Und willkommen zurück zu Let's Play Luftfahrt Simulator 2013. Letzte Folge haben wir die Kunde unsere erste Mischration gehen und sie fressen schon gierig daran. Und da werden wir auch weitermachen, aber zuerst werden wir noch hier, sagt schnell, die Meizen abtanken und verkaufen. So, mal gucken, was Gerste. Gerste ist die Idiot. Wo bringt die Gerste im Moment am meisten? Gas. Ablehnen. Güterbahnhof. Eben das Lagerhaus. Mühle. Die Mühle. Die Mühle bringt am meisten im Moment. Das heißt, wir werden uns auf den Weg zur Mühle machen. Mühle. Kann man direkt mal einen Blick zu unserer Schäfin, auf unsere Schäfin werfen. Mal sehen, was die so sagen. Außer Mäh. So. Dann werden wir mal gucken, dann werden wir uns mal wieder dran geben, noch ein bisschen Mischration zu machen. Damit die Küchen auch schön, was schön 100% Milch geben. So, jetzt habe ich's. So. Dann werden wir hier das Stroh wieder einsammeln, das dann direkt an die Scheune verkauft wird. Den Strohwald haben wir ja wirklich mehr als genug. So, wir sind immer noch drauf am Sparen für Feld 19 und die Sämaschine und den Class Jaguar. Denn wir wollen ja gucken, ob wir jetzt so schnellstmöglich an die PGA kommen. Denn wir wollen ja noch ein bisschen Gewinn machen damit. So. Ach ja, Trapset kommt dann als nächstes dran. Wir können denke ich mal auch nachher auch schon starten. Dann werden wir den Case, den Deutschland nach da oben fahren, wo wir dann den Case abtanken werden. So, und die Wolle ist schon bei 80% gleich. Uiuiui. Das heißt, wir können laufen in den nächsten zwei Folgen, denke ich mal. Zwei, drei Folgen Strike. Oh ja, auf jeden Fall. Vorher werde ich auch hier noch abtanken. Und werde gerade mal den, ah ne, warte. Wenn er fertig ist, braucht er eh nichts. Wow. War die Keller abgefahren. Leck mich in die Bonne. Fehlt noch, weil ich hier die Keller fahre. Kann ich nur noch reparieren. So. Aber zurück zum Thema. Weizen. So. Abtanken bitte. So. Wunderhübsch. So. Damit können wir uns das erste von den ganzen Scheiße holen. Was wäre? Ich glaube schon erstmal die Sämaschine, genau. Quatsch, will ich doch gar nicht. Traktoren, Frontlader, Erdmaschine, Kartoffeln. Sämaschine. So, die. Säen vom Mais oder Zuckerrüben. Kaufen. So. Haben noch 20.000 übrig. Von dem gewollten ersparen. So, und die werden wir dann bis auf 5.000 zurückzahlen, denn die 5.000 werden dann, oder warte, ich kann ruhig noch einmal zurückzahlen, denn wir werden ja jetzt noch ein klein bisschen Geld machen mit dem Strike hier. So, wo komme ich denn? Ich komme am besten von hier der Seite. Ich mach die Kacke mal aus hier. B. Und jetzt geht's auf das Feld 19. Also wird auf Feld 19 gespart. So. Zeit, sag noch früh. So. Dann
kriegen wir auch schon wieder gut 24.000 jetzt raus. 28.000. Also noch Zeit für eine Mission. Und dann noch den Raps dabei. Dann haben wir Feld 90 schon sicher. Auch diese Folge schon selber, glaube ich, eher weniger. Dann schenken wir in der nächsten Folge, spätestens übernächste Folge, werden wir dann genug Geld zusammen haben, um uns Feld 19 kaufen zu können. Durch den blöden Kurven lasse ich gut weit stehen. Das ist eigentlich nicht so schön. So. Das sieht schon besser aus, so. Ja, das läuft schon besser. So. Ah, dann haben wir mal früh abgewogen. Aber. Das wird schon passen. Und da ist gleich schon durch wieder. Oh. Wunderbar. Mal ausmachen. So, dann werden wir uns erstmal hier um kümmern, dass der Mähdrescher wieder arbeiten kann. Und wenn wir jetzt dann um die Kühe kümmern, wir ein bisschen happy happy. Wenn ich ja nicht verketterisch fahren würde. Wäre aber schon sinnvoll, wenn ich richtig fahren würde. Uiuiuiui. Das war aber knapp, wie knapp, knapp. So, dann können wir jetzt schön mit dem Raps weitermachen. Natürlich blöd, ich habe jetzt den anderen Trecker unten und muss den anderen hochfahren. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe gerade ein Déjà-vu. Das habe ich schon mal erzählt hätte hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Déjà-vu schon mal gesehen, aber ich denke mal schon. Da muss, denke ich mal, jeder schon mal gehabt haben. Von daher. So geht's mir gerade. Zumindest in dem Moment, wo ich gerade an den Schafen vorbeigefahren bin. So. Holen wir uns jetzt mal gerade den Mähdrescher. So. Den Motor direkt ausfahren. Nee, warte. Ablehnen. Muss das gerade in dem Moment kommen, wo ich gerade da am Einlenken bin? War das unbedingt nötig? Ich glaube wohl eher nicht. So. Was ich auch noch machen werde, ist halt das Schneidewerk zu verbessern. Wo muss das 10 Meter Ding holen? Denn wir wollen ja effektiv arbeiten. Dann wird noch auch so schön, wenn wir das ganze Geld von der BGA kriegen, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Mähdrescher holen, damit wir nicht immer hin und her fahren müssen. Und natürlich auch dementsprechend neue Felder und alles, was wir uns dann leisten können. Ach, da habe ich schon nämlich eine Idee jetzt. Die wird dann schon ein paar Folgen noch dauern. Aber lasst euch schon mal überraschen. Ich glaube, das kann ich ganz gut machen eigentlich. Würde ich auch machen. Das mache ich auch so. Genau. Muss man gerade einfach nochmal was nachgucken. Och ja, das ist aber. Das geht aber noch. Das geht noch. Naja. So, wir werden jetzt erstmal den Drescher hier starten. Bringen diesen weg und stellen ihn wieder hier oben hin. Dann gibt es Futter für die Kühe.
Soll ja auch nicht wie irgendwelche Tiere leben. Denn wir haben nur glückliche Kühe, von denen auch Geld kommt. Nein. Kein verlorenes Gepäck. Ja, da fällt mir gerade was ein. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu schon mal nebenbei den Fernseher laufen habe. Und in den letzten Aufnahmen ist er zu hören. Ganz leicht. Da ich gemerkt habe, ich habe jetzt eine Webcam gekauft. Und ich habe nicht gemerkt, dass als ich sie eingesteckt habe, dass Fraps automatisch das Mikrofon von der Webcam genommen hat. Habe schon auch erst später gemerkt. Jetzt habe ich natürlich wieder das Headset an. Und da hat man das eigentlich bis jetzt nicht gehört. Also wenn ihr es jetzt nicht mehr hören solltet, dann ist es okay. Falls doch, tut mir leid, dann muss ich dann erstmal nachgucken. Ja, das hat ja auch direkt, das hat einfach so auf, dann kann man einfach so ab austauschen. Einfach muss man über Systemsteuerung, Sound und so alles machen. Ach ja. So. Für eine Tour, das heißt, ich kann ungefähr ziemlich weit oben wieder parken. Ein bisschen Glück gerne sogar. Setze ich ihn schon richtig an, dass der direkt abtankt, wenn er da ist. So. Dann werden wir jetzt noch zwei Portionen Mischration machen. Und würde sagen, werden dann jetzt mal gerade zur Mischration gehen. Dafür werde ich jetzt mal gerade erstmal die Map ausmachen. Und zu Beginn werde ich hier jetzt mal zwei Schaufeln Silage reinhauen. Akzeptieren. Na, komm. Auch noch komplett auf seine. So. Rückwärts. 90, 98, 99, 100. Na? Das wird manchmal spannend. Wo wir stehen. Na, schade. Hat nicht ganz gepasst. So. Einmal Mischration bitte. Auf. So, wenn wir gerade zur Mission wechseln, muss ich mal gerade umsiedeln. X, einfach nur X. Gucken, wo ist der nächste Ausgang? Da ist der nächste beste Ausgang. Ups. Ganz leicht den Fahnenmast touchiert. Aber nur ganz minimal. Naja, hat keiner gesehen. Dann kümmern wir uns um dieses verwirrte Baugrundstück, was mittlerweile immer noch nicht verkauft ist. Muss aber irgendeiner bestimmt Superdünger draufgekippt haben, der hat so dermaßen extrem wächst das Zeug. Wächst ja wie Unkraut. So, wo ist das Feld? Hier ist es. BVX. Nicht BVB, BVX. So. Ich hab nie im Leben nach BVB, ne. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht mit Fußball, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Bin ein überzeugter FC Bayern-Fan. Und ja, ist das meine Religion, zumindest. Und wenn es nicht passt, selber schuld. So.
Das muss jetzt mal gesagt werden. So. Money, money, money. What's so funny? Oh, erstmal wieder schon Cash. So. Okay, wunderbar. Die Hälfte hätten wir zusammen. Schön. Ich glaube schon noch eine Schaufel mal rein. Mal sehen, was das, ob das was bringt. Oder ob die Mischstation komplett durcheinander bringt. Nächste Station. So, wie was sagt der 40. So. Öffnen. Natürlich erstmal hier schließen das Ding. Weil sonst kriege ich Probleme. So. Abgruppe. Rückwärts. Anhalten. Vorwärts. Angruppe. So. Tappen. Oder tappen. Abtanken. Ach, muss der denn jetzt ausgestattet so stehen bleiben. Tut das Not. Nee, 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 nee. Mit dem hat man seinen Laster hier. So. Und anhalten. So. Der kann erstmal machen. Ich mache mal hier so lange weiter. Was war jetzt nochmal Stroh? Was war Heu? Haha! Was war Heu? Ablehnen. So. Oh Mann. So. Bevor ich die Rundballzange habe. Jetzt noch einmal ein Stroh, das Ganze. Denn sonst gibt es ja keine vernünftige Mischration. Sagt die Zeiten sind jetzt gleich durch. Was wir machen, die Mischration ist noch fertig. So, einmal schließen. Und rein damit. Rein damit. Rein damit. So. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich hier auf jeden Fall den Akku-Vektor haben will. Also den Standard-Frontlader. Und den hier will ich schon in die Scharfweite setzen. So, wunderbar. Oh, ist aber hier knapp. Naja, erstmal. Gehen wir den leckeren. Gehen wir den lieben Küchen. So, wenn das läuft, machen wir uns mal hier auf den Staub. Und dann, würde ich sagen, wartet für heute von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch nächstes Mal wieder ein. Dann werden wir nämlich, vielleicht mal noch eine Mischration fertig machen, vielleicht ein, zwei Missionen. Werden hier weiter, abernten, werden hier schon eine Grube ansetzen. Eventuell, kurz. Bevor der hier fertig ist. Nein. Wir werden unten Stroh einsammeln, eventuell schon. Wohl sagen. Bis zum nächsten Mal.